Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Sleeping Dogs. Wir haben in der letzten Episode genau hier aufgehört, vor diesem Kerl, der eine kleine Gefälligkeit von uns einfordern möchte. Was ist das Problem? I'm supposed to be creating a free running video, but I dropped this tab and now I'm kind of having trouble focusing. Why? You're not a green lizard, are you? No. I don't think I should be running. I mean, but if I don't post this thing, the goblins are going to get me. Can you help me out, friend? You're my friend, right? Free running? Yeah, just do whatever, man. I mean, use your wings if you want. Okay. Wir sollen offensichtlich ein bisschen freerun dem Echo-Zeichen folgen. Nice! Mal schauen, was uns hier so erwartet. Das erste haben wir offensichtlich aber schon verpasst. Aber naja, gut. Vielleicht geht's ja trotzdem. You're not gonna post that, are you? Offensichtlich durch. Kommen irgendwie. Und das haben wir immerhin geschafft. Oh, also das war doch schnell erledigt. Ein kleines bisschen Parkour laufen, Free Running zum Anfang. Wir nehmen mal so eine Geldbörse. Und hey. Komm her. Du Feigling, du. Du Frau hier, die Waffe klauen. Die Geldbörse klauen. Hey, jetzt bleib doch mal stehen. So. Können wir wieder fallen lassen. Die packen wir lieber wieder weg. You look like you could was ist denn zum Angebot? Hotdog, naja, wir haben ja noch ein bisschen was im Magen. Hey, du hast einen Besen. Denkst du, mit dem Besen kann ich auch jemanden verprügeln? Tatsächlich. Naja, fällt zumindest auf den Boden, aber aufheben dürfen wir nicht, hä? Oh, hey! Oh, schade. Schade, schade, schade. Gut. Wir wollen gar nicht lange rumreden. Wir haben hier unsere letzte Nebenmission außerhalb von Central erledigt. Deswegen werden wir uns jetzt ein Auto holen und ein Taxi suchen. Und zum Taxi suchen tut's auch das. Denn wir müssen genau hierhin, darüber nach Central. Dort erwarten uns alle unsere Aufgaben. Oh, nicht ganz. In der Bedienung haben wir anscheinend immer noch was. Zeig nochmal, was du kannst. Das ist jetzt gerade wohl dazugekommen. Wir gehen jetzt allerdings allererst mal zum... Oh, da können wir sogar hinfahren. Zum... Oh ne, da fahren wir nicht hin. Da ist ein Taxi. Zum Krankenhaus und erledigen da die Nebenaufgabe, bei der wir ja ein bisschen Schutzgeld eintreiben müssen. Und außerdem können wir dann dort auch gleich nochmal den Serienmörderfall ein bisschen genauer begutachten. Ich hoffe, dass mich das Taxi nicht wieder direkt in so einen Fallknoten rein absetzt. Hey, lass mich aussteigen. Nein, du fährst schon wieder dahin. Ja. Ne, tut er nicht. Wunderbar. Gut, damit lässt er mir die Wahl, welche dieser Säulen ich betrete. Und ich entscheide mich für diese hier. Sie brauchen ein Auto, in dem Sie warten können. Okay. Dann, guck mal, da vorne steht doch eins. Wir nehmen einfach ein Taxi. Na, geh doch aus dem Weg. So. Wow, was war das denn? Wuhu! Ich habe so das Gefühl, das geht nicht gut aus. Okay. Schick eingeparkt. Also merkt euch, fahrt da nicht über diesen Hubbel. Das geht nicht gut aus. Ich hole mein Auto und park dann da in dem Bereich. Okay, wir haben ein Auto und warten jetzt, indem einfach mal hier was passiert. Hey, bleib mal da. Was soll denn das? Kannst du nicht einfach wegrennen? Jetzt bleib doch mal stehen. Yes, come with me. Who are you? So. Komm mit, mein Freundchen.
meine Dame. Anscheinend muss man dich ja ein bisschen grober anpacken, so wie du dich aufhörst. Das ist so notwendig, war. Wahoo, zu Rolands Assistent fallen. Na, müsst ihr da alle um mein Auto rumstehen? Gefällt euch das so gut? Übrigens hat das Spiel sehr gute Musik auf den Radiosendern. Das ist auch schon ein bekanntes Feature von GTA. Wer das kennt. Allerdings, ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ich will es mir mit der GEMA nicht verscherzen, sonst muss ich die Videos alle irgendwie nachsynchronisieren bzw. tonfrei machen. Und da habe ich wenig Lust drauf, deswegen verzichte ich darauf, hier die Musik am Laufen zu haben. Ihr könnt ja irgendwie Radio anmachen oder sowas nebenbei, wenn euch mein Gelabere nicht ausreicht. Ansonsten wird ja auch recht viel geredet und die Action, die quietschenden Reifen, die Schüsse und so, das ist ja auch die reinste Musik in den Ohren. Wo muss ich denn da rein? Da rein wahrscheinlich, oder? Ja. Hua Hua aus dem Kofferraum holen. Na, komm raus. You're coming with me. Let's just take a picture. What is this? What are you doing? You're going mit to pay for this. Waffe my husband is a cop. He's going to hunt you down. You never get out of jail. Make sure she doesn't get away. Once I talk to him, I want you to send him a text of the photo. What's going on? Setting a meet. Porn charge and get other prisoners to pee you. You never see the light of day again. Okay. Wir haben jetzt gerade im Namen seiner Frau eine SMS an ihn geschickt und ihn zum Park gelockt. Und wenn wir das erledigt haben, können wir wahrscheinlich die Schulden dann bei ihm eintragen. Auch wenn er ein Kopf ist, wird er nicht riskieren, seine Frau zu verlieren. Und allzu viel dagegen tun kann er ja nicht. Er hat zwar vielleicht einen Beweis, aber naja. Ich glaube, das würde mehr Fragen aufwerfen, als ihm lieb wäre. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass er ganz zufrieden oder beziehungsweise sich nicht zufrieden, aber er wird sich sicherlich beugen. Wir sehen da oben übrigens, wir kommen jetzt gerade, ich fahre mal kurz hin, an der Stelle vorbei, wo eine Jadestatue auf uns wartet. Und wie wir sehen, hier ist ein geschlossenes Tor. Und der lässt uns nicht rein. Und über die Mauer klettern geht auch nicht. Noch nicht. Aber da das Anwesen von Tutin Chao ist, werden wir da wahrscheinlich noch früher oder später reinkommen. Würde ich jetzt mal schätzen. Wahrscheinlich ist es so eine Art Absicherung, dass man nicht zu früh zu mächtig wird, wobei wir da sowieso schon sind, meiner Meinung nach. Also schwierigkeitsgrad technisch könnte man da schon noch ein bisschen was anheben. So, wir parken mal hier. Im Gegenverkehr. Selbstverständlich, so wie sich das gehört, und reden mal mit dem Polizistenjungen hier. You Tommy? Who are you? Doesn't matter. You owe Roland home money, and we have your wife. What? You lying bastard! I just got a text from her. Telling you to come here, right? That was me. Check your phone again. Crap. Tja, crap. That's the problem. You owe a guy like Roland home money, you gotta pay. What? Don't hurt her. Please. I will pay. Ja, das will ich auch hoffen. 20.000 erhalten. Naja, für die Peanuts lohnt es sich doch gar nicht, so einen Aufstand zu machen. So, wir haben... Oh, wir können uns eine Pumpgun aus dem Kofferraum beschaffen. Na, das ist ja nicht verkehrt. Okay, pass auf. Das hättest du lieber sein. Ah, ich wollte einfach mal mit jemandem mit einer anderen Waffe erledigen. Es gibt auch eine Achievement, wenn man mit vielen verschiedenen Waffen hantiert. So, wir hängen mal die Cops ab. Zeig mal. Hey! Jungs. Geht mir nicht auf die Nerven.
So, jetzt mal aus dem Weg, aus dem Staub. Ah, einer hängt uns wohl noch dran. Einer oder mehrere. Zumindest mal eine. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Oh, wir sind im sicheren Bereich. Wunderbar. Hätten wir das auch erledigt. Auf die etwas rabiatere Art, wenn man das so sagen darf. Okay, hier haben wir Intensivpflege, aber ich würde mal sagen, wir schauen erstmal weiter, was es mit den Serienmördern so auf sich hat. Das heißt, wir fahren noch einmal diese Bergstraße. Eine unfallfreie Fahrt wird das sicher nicht. Da brauchst du gar nicht erst mitzählen. Und wenn wir dann angekommen sind... Oh Gott. Ich mag Linksverkehr nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Ich habe mich so dran gewöhnt, rechts zu fahren. Auch in Spielen, nicht nur im echten Leben, dass ich mir das wirklich nicht... nee, also... Ich weiß nicht, wer auf die dumme Idee gekommen ist. Warum? Warum muss man links fahren? Naja, wie auch immer. Ja, wenn wir da sind, seht ihr, wie es weitergeht. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier erledigen müssen. Um den Serienmörder zu stellen. Besorgen Sie sich eine Krankenwagenverkleidung. Mal wieder. Oh, und wieder Sachschaden angerichtet. Ich glaube, die Knarre sollte ich wahrscheinlich eher weglegen. Schätze ich mal, so vielleicht. Ah, hat er offensichtlich schon. Und jetzt betreten wir das Krankenhaus als ganz unauffälliger Doktore. Bam! Mit der Schulter durch die Tür. Wir können uns noch am Automat nochmal einen schnellen Dragon Kick ziehen. Hua, ching, chong, chong. Chinese aus Karton. Was haben wir denn hier so drin? Gibt's doch bestimmt jede Menge Zeug. What do you have right now? Another hit and run. Poor guy got thrown right across the road. What's wrong with the drivers these days? What are you doing here? Seems like something going on. You in the habit of challenging doctors, nurse? I'm saving lives. What are you doing here? So sorry, doctor. My apologies. It's not for me to make that call. I guess. So, wo müssen wir denn hin? Ach, an dem PC da. Ja, ganz unauffällig. Das System hacken. Müssen wir wieder ein Zahlenspielchen machen? Wahrscheinlich, ja. Hacken wird ja natürlich so erledigt. Das ist ja ganz logisch. Ich meine, wer was anderes behauptet, der lügt ganz einfach. So, dann ist die 7 hier und dann die 8. Wunderbar. Looks like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donors, Sang? Verwandeln Sie das Büro des Doktors, bevor er wiederkommt. Dazu haben wir 3 Minuten Zeit und wir wissen, wann sie müssen wir auch noch ein bisschen kalibrieren. Okay, das ist wohl sein Büro. Dann da unten blinkt der ab. Der Lüftungsschacht. Oder vielleicht ist das Büro auf der anderen Seite. Na, wer weiß das schon. Also erstmal Schraube raus. Immer schön in die richtige Richtung drehen. Dann Handy anschließen, Wanze platzieren. Empfindlichkeit und Frequenz kalibrieren. Ja, wo ist die Frequenz? Wo ist die Frequenz? Da ist die Frequenz. Und dann wieder zuschrauben. Zack, zack, zack. Und da auch nochmal in Rekordzeit. Sogar unter einer Minute haben wir das erledigt. Knacken Sie den Safe des Doktors, bevor er wiederkommt. Oh, dann müssen wir nochmal hier Safe-Knacker spielen. Was wir da wohl machen müssen jetzt? Ah ja, klar, okay. So wie bei den Tresoren auch. Einfach das Nummernspielchen spielen und zur rechten Zeit aufhören. Four Finger Wu? What are you doing meeting 18K Red Pole, saying? Motherfucker. Killing Sun Onion guys just to get organs for an 18K ring. Okay, und jetzt sollen wir unseren Kranken, unsere Verkleidung noch zurückbekommen, aber von der Zeit her haben wir jede Menge Zeit noch.
Eineinhalb Minuten hatten wir noch auf der Uhr. Also so wie es aussieht, bringt der gute Doktor Sanonie-Mitglieder um, um an deren Organe zu bekommen. Tang, it's Wei. What have you found? I've got the doctor. He's doing a lot of transplants off the books. And he's got ties to an 18K Red Pole. I planted a bug in his office. You should be able to listen in on him. Ja, das solltest du jetzt in der Lage sein, dazu zu hören, was da los ist. Alter, sieht mein Auto aus. Krieg ich eigentlich meine Shotgun zurück? Ne, die lässt er wohl im Auto liegen. Ist ja nicht so cool. Also zwei Fälle sind es wohl noch, die wir noch erledigen müssen. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar Beweise gegen den Arzt gesammelt. Und noch ein bisschen Erfahrung gut gemacht. Na, das schaffen wir noch, die Stufe 10 zu erreichen. Das kriegen wir schon noch hin. Bei den Triaden mache ich mir da mehr Sorgen. Da könnte es ein bisschen komplizierter werden. So. Gut, dann gibt es hier in dem Viertel ja noch eine Sache zu erledigen. Da oben den abgefangenen Konvoi und hier unten die Massagesalon. Ah, wo geht's denn weiter mit dem Serienmörderfall eigentlich? Serienmörderfall. Tang anrufen. Ah, wir sollen also einfach nur Tang anrufen und da unten müssen wir dann nochmal laufen. Ja, fahren wir erstmal zu dem einen. Der da noch auf der Liste steht. Der abgefangene Konvoi. Ja, ein bisschen Gefälligkeiten für die lokale Bevölkerung erledigen, damit sie sich natürlich auch positiv der Salonie gegenüberstellen. Ich meine, immerhin vertreten wir die jetzt als Red Pole. Auch wenn wir das Ansehen nicht mehr unbedingt brauchen, aber... Hm. Hier sind jetzt mal drei Taxis auf einem Haufen. Das ist ja sehr logisch, oder? Ich meine, wenn man mal ein Taxi braucht, dann ist kein Star. Und wenn man sie sucht, dann ja, findet man keine. Aber so einfach mal, dann braucht man keins und dann gibt's 50 oder so. Das ist ja logisch. Wait! Hey, wait! So, jetzt erzähl mir mal, was du mir zu erzählen hast und dann... Who are you? I'm Big Eddie. Big Eddie Kwong. It's my job to make sure Sun Wanyi is taking down 18K, but everyone is so fixated on the internal struggle that nothing is getting done. Will you help? What can I do for you? 18K is running a massive drug convoy across town. If the drugs get into circulation, they'll make a fortune. It'll really strengthen the gang. I need you to take down the four vans before they get to their destination. Sounds good. Oh, wir müssen also vier Lieferwagen erledigen. Und das in einer gewissen Zeit natürlich auch noch. Das ist eine etwas andere Aufgabe auf jeden Fall, so viel ist mir klar. Ich hoffe mal, dass wir einigermaßen das richtige Fahrzeug dafür gewählt haben. So, wo haben wir den ersten? Da vorne ist der erste. Fahrzeug hat auch schon ganz schön gelitten. Das muss man mal so sagen. Dann konzentrieren wir uns vielleicht doch erstmal auf die Schützen. Okay. Auf
die Art und Weise haben wir immerhin schon mal drei erlebt. Fehlt uns nur noch einer, obwohl unsere Karre schon schwarz qualmt. Hoffen wir mal, dass wir den noch erledigen können. Das war knapp. Und dafür gibt es nur 3500. Oh, harte Scheiße. Oh Mann, ey. Tja, die Mission war zu Ende. Wenigstens so viel haben wir erreicht. Viel mehr leider nicht. 15.000 haben wir gezahlt für diesen kleinen Krankenhausaufenthalt. Tja, so ist das eben manchmal. Da steckt man nicht drin. So, jetzt könnte ich ein Taxi gebrauchen. Oh, oder dich. Wieso nicht? Wenn du mir das schon so anbietest. So. Und da schön mal den Bentley gerammt. Und Quatsch, den Rolls-Royce gerammt. Und wir machen uns mal auf den Weg. Ja, wohin machen wir uns denn auf den Weg, werdet ihr euch fragen. Na, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. Zeig nochmal, was du kannst. Und sichere Lieferung. Warum kommen da immer mehr Aufträge? Das ist irgendwie... nicht im Sinne meines Betrachters. Wir gehen mal zur Intensivpflege. Beziehungsweise wir rufen mal Tang an. Tang, it's Wei. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. Also, wir sind in Central. Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Okay, und wir sollen Calvin jetzt retten, so wie es aussieht. Na ja, ein einigermaßen fixes Fahrzeug haben wir, ja. So, da haben sie Calvin eingepackt. Na, das ist der, der nicht fahren kann. Ja, und wir sollen jetzt das Auto mit Calvin kapern. Kein Problem. Das erledigen wir schnell. Ja, toll. Also, ich für den Sachschaden muss kommen. Okay, fahren sie das Auto des Entführers zum Versteck. Und wir sollen Calvin nicht aus dem Kofferraum aussteigen lassen. Ich schätze mal, dass wir einfach eine gewisse Grundgeschwindigkeit halten müssen, dass er nicht auf komische Ideen kommt. Da war ja irgendwas mal erwähnt gewesen, dass Leute, die wir kidnappen, dann sich gerne selbstständig machen, wenn wir zu langsam fahren. So, da sind wir. Und wir rufen Tang an. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Wei? I'm leaving this guy in the parking structure off Quok Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Ja, du hast recht, mein Freund bringt's nicht zurück. Ob das Gerechtigkeit gesiegt hat. Naja, naja. Und wir haben ein Outfit bekommen, den Arztkittel. Einen Arztkittel für uns. Eine Mission weniger auf der Liste. Zwei Gefälligkeiten da unten noch zu erledigen. Ich würde sagen, die erledigen wir. Wir rufen auch noch schnell Roland an. Hello, time to kill. Got any morons? Even better. I got a moron sequel. Samson Gao 2. Guy went even further into debt. Now he's ducking me once again. He's still on that overpass? No. He's in Central. Come get me first, though.
I want to talk to this moron in person. So, ja, würde ich sagen, wir machen ein bisschen Nebenaufträge, bevor wir uns dann der Hauptmission widmen. Wie gesagt, ich lasse euch wissen, wenn was Cooles passiert, aber den Großteil... Oh nee, nicht schon wieder. Oh no, nein, du sollst da nicht einsteigen. Oh, du bist so bescheuert, du bist so bescheuert. Die Steuerung ist wirklich schlimm. Das muss man einfach mal so sagen. Ich meine, ich stehe neben dran und halte die Taste gedrückt. Ich könnte sie festkleben und könnte sie nicht fester drücken. Und trotzdem meint das Spiel, sagen zu müssen, oh nein, ich möchte nicht mit dem Taxi fahren. Nein, ich möchte gern das Taxi selbst fahren. Das könnte ja nicht vielleicht der Grund dafür sein, dass ich das Taxi nicht fahren möchte, dass ich ein Taxi kapere, aber das wäre viel zu einfach. Viel zu einfach. Oh Mann, ey. Aber wir fahren nicht mit dem Auto. Wir holen uns ein anderes. Look. Komm her, wir holen uns den Enterprise. Da ist er. Oh, I wish I could live through life. Just for one day. So, dann steigt mal ein, Roland. Hey, what's up? Machen wir uns auf den Weg, wo auch immer wir hin müssen. So, how's business? Good. You know, people always want to borrow. If they ever learn to live within their means, I'd be screwed. Yeah? But you might as well worry that they'll stop drinking, cheating on their wives, gambling. It's just not in them. You can never go wrong betting on human stupidity, Wei. Never go wrong. Guess so. Ja, da hat er wohl recht. Solange die Leute saufen, trinken und sich sonst weilig vergnügen, wird es die Kriminalität immer leicht haben, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. So ist das einfach normal. So, mein Freund. Ich hab dich geschnappt. Was? Reicht das nicht? Muss ich dir jetzt echt hinterher rennen? Komm mal her. Komm. Oh, jetzt steh schon auf. Offensichtlich müssen wir ihn zu Fuß verfolgen. Wieder so eine tolle Spielmechanik hier, wo man sich echt denkt, so, was? Ich hab ihn und er lag auf dem Boden, ich hab ihn umgefahren, aber nein, das Spiel verlangt von mir, dass ich ihm einmal quer durch den Park jage, bis er dann am Ende irgendwo stehen bleibt und ich gegen irgendwelche Viecher kämpfen muss. Irgendwelche Schläger-Bully-Typen, wie auch immer. Nur um ihn dann letztendlich doch zu erwischen. Mann. Wie dämlich das doch ist. Ich meine, ich könnte ihm zum Beispiel auch einfach ins Bein schießen. Hey, stop! Das würde doch genauso gut funktionieren. Aber nicht? Ich meine schon. Dann würde er auch liegen. Dann würde sich zweimal überlegen, ob er nochmal seine Schulden nicht zahlt. Das würde ein viel deutlicheres Statement machen, als jetzt hier ihn quer durch ganz Hongkong zu jagen. Vor allem Central Hongkong. Whoa! Stop! Take a breath. Roland wants his money, and you have to pay. You understand me? But it doesn't have to go beyond that. Listen, I just want to reach an understanding. Hey, get back here! Wait, no! Fuck! Great, just fucking great. Damn. Damn. Never thought he'd do that. Fucker owes me 20,000. Go to his house. Talk to the widow. Find out if he has life insurance or anything like that. No. You know what, Roland? I'm out. When innocent guys start dying, that's it for me. What innocent? He owed me 20,000. That's plenty of guilt right there. I'm out. Do your own collecting. So, ich schätze mal, damit haben wir die letzte... Ja, Kautionsagent. Wir haben die letzte Nebenmission für Roland erledigt. Bleiben also noch zwei Gefälligkeiten zu erledigen, bevor wir uns der Triaden-Mission zuneigen, wie auch immer.
Und da fahre ich jetzt mal hin, und zwar mit diesem Taxi, wenn ich es jetzt dann anhalten kann. So, halt, warte mal hier. Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Mann, wie oft muss ich denn noch sagen? So, komm her. Und wir gehen zum Kofferraum. Denn anders darf man ja offensichtlich in den Taxi nicht einsteigen. Sonst klaut man es automatisch. Oh, toll, hier unten kann ich nur zum Parkhaus fahren. Na gut, dann kann ich mir da ein Auto holen. Macht ja nichts. Zwei Gefälligkeiten noch zu erledigen. So, wo ist das Parkhaus? Da. Hey, what can I do for you? So, komm her. Enterprise. You go enjoy yourself. Und dann... Ah, die andere Gefälligkeit ist allerdings ein bisschen näher. Die ist direkt um die Ecke. Ich würde sagen, die erledigen wir mal zuerst. Denn bei der anderen klingt so, als würden wir sowieso nur rumrennen müssen. Wait, I need your help. Ja, natürlich brauchst du meine Hilfe. Wieso auch nicht? Das habe ich mir schon fast gedacht. Wenn du da so rumstehst und rumschreist. Hey, Big Eddie! What's the mission? I've got a big shipment of dope for the mainland. I need to get it to the ferry safely. And 18K is coming after it. Can you ride shotgun and keep them off my back? Let's do it. Also, ich darf mal wieder ballern. Aber nicht bei den Jungs. Oh, da ist er. Wir müssen schauen, dass das Auto in einem einigermaßen ordentlichen Zustand bleibt. Here they come! Behind us! Hey, yo, damit kannst du bestimmt den Preis gewinnen. Das ist aber schon so gekommen. Hey, sag mal, kannst du das Magazin nicht? Trefft den Reifen nicht oder nicht? Juhu, Feuerstun! Du sollst auch nicht durch die Explosion durchfahren. Ganz ernsthaft. Wie kann man sich nur so dumm anstellen? So. Wieder zwei weniger. Da kommen gleich nochmal welche um die Ecke. Oh, ne, kommen wir danach. So. Nice shot! Repariert sich das Auto? Ich weiß nicht. Man könnte es fast ein bisschen... Oh, wie sie alle wegfliegen. Das ist ein wahres Feuerwerk der Gefühle. Behind us! Ja, also ein paar hinter denen. Nicht nur der eine oder andere. Aber nicht wirklich. Reichweite. Hit that fucker! Den hat's auch erwischt. Da wird eine ganze Bande angefahren. Oh, das war gar keiner. Ha. Ups, tut mir leid. Das war ein Blauer. Ach, die sehen aber alle auch alle gleich aus. Also. Oh, scheiße. Sein Motorrad hat eben Beine noch eingeholt. Alles abgestiegen. Komm, komm jetzt her. Komm. Genau. So, Mann. So, fahren wir eigentlich hin. Jetzt war ich doch so nah bei meinen Missionen. Jetzt fahren wir wieder weg, oder was? Jetzt muss ich doch wieder ein Taxi zurücknehmen. They're on the left! Keep low profile for a while. Das war's? Das war's schon? Toll. Ja, ich sollte vielleicht mit der Knarre nicht unbedingt rumlaufen. Ich weiß ja nicht. Ich nehme mein Auto mit. Denk nicht mehr dran. Die Kolumns rufen. Wie sie schnell ihr Handy gezückt hat, um die Polizei zu rufen und auf mich aufmerksam zu machen.
Mann. Gott, wo sind wir denn wieder gelandet? Da wollen wir doch gar nicht hin. Wir suchen uns einen Taxi. Sonst sind wir hier noch ewig unterwegs. Komische Stufen da. Taxi? Nein, kein Taxi. Kein Taxi. Ah, bis gleich. So, da sind wir auch schon. You stoned again, Dusty? No, man, no. I just took some mushrooms is all. Now I got to do another video, but the cockroach that was supposed to run for me disappeared. Can you help me? Oh, I see. I think a cat ate him, man. So be careful. Der ist wohl ganz gewaltig auf dem Trip. Eigentlich sollte ich die Episode ja mit einem Cliffhanger beenden, würde das ja so gerne machen. Aber ich bin mal so frei und erspare euch das mal. Die Mission hier machen wir noch schnell. Geht ja auch nur 30 Sekunden. Und dann... Was ist hier los? Wir sollen uns durch die Menschenmenge drücken. Das hätten wir vielleicht auch geschickter ablegen können. Aber... Oh. Oh, da stellt sich jetzt aber gerade nicht so toll an. Oh, da hinterlasse ich euch ja mit einer sehr fragwürdigen... Nice job! Mission. Das war aber auf den letzten Drücker. Nun denn, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Sleeping Dogs und wir uns der nächsten offiziellen Triaden-Mission zuwenden und mal schauen, wie die Hauptstory sich so weiterentwickelt. Ein paar Kleinigkeiten können wir zwar noch nebenbei machen, aber so alles in allem sind wir eigentlich mit dem Nebenkram am aktuellen Stand haben wir da nichts mehr zu tun. Wir können uns noch ein paar Autos kaufen, Tresore finden und Kameras finden. Aber ansonsten sieht es ziemlich knapp aus, was das betrifft. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Ciao!